Ich würde die beiden Teile hier gern verbinden, aber ich habe keine Dominofräse. Es gibt ja noch den Duo-Dübler. 1070 Euro? Oh. Ich möchte doch nur zwei Bretter mit zwei Dübeln verbinden, weil ich keine Dominofräse habe. Es kann doch nicht sein, dass die Alternative über 1000 Euro kostet. Stimmt, das kann nicht sein. Es gibt zwar den Duo-Dübler, aber es gibt definitiv viel günstigere Wege und noch einfache, mit Dübeln ganz, ganz präzise und saubere Verbindungen hinzubekommen. Ich sage nur, dieses Kit, das hatte ich früher schon mal. Ich habe es mir jetzt nochmal besorgt, um euch zu zeigen, es geht auch anders. Es muss keine Maschine für 1000 Euro sein, um tolle Ergebnisse hinzubekommen. Diese beiden Platten haben wir in diesem Video selber günstig furniert. Und jetzt gucken wir uns an, wie kriegen wir die Dinger zusammen? Ganz einfach. Dieses Set hier kostet 20 Euro. 19, um genau zu sein. Was mich irritiert, was ist da alles drin? Wir haben Dübel in drei Größen, dazu drei passende Bohrer. Wir haben diese Dübelspitzen hier, die sind super, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und wir haben sogar noch eine Pulle Leim. Wie geht das bei dem Preis? Das ist alles schon ganz schön. Das, worum es aber eigentlich geht, ist das Ding hier. Das ist eine Dübellehre. Die hat hier noch so einen Anschlag und solche Hülsen. Das ist eigentlich sehr einfach erklärt. Das sind Hülsen für die Bohrer, damit die sozusagen gerade geführt werden. Ich erkläre das jetzt nicht für alle drei Größen. Wir nehmen uns jetzt eine Größe raus und gucken uns an, wie das geht. Man sieht, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Set hatte. Die Hülsen sind schon hier drin. Das heißt, hier ist etwas, was unseren... Oh, das Geräusch. Boah, Gott, ist das schrecklich. Das hier führt unseren Bohrer. Boah. Und das, was ich gerade in der Hand hatte, das ist unser Tiefenstopp. Wir müssen ja sozusagen, um einen solchen Dübel einzubohren, eine gewisse Mindesttiefe haben, wollen aber auch nicht viel zu tief bohren, weil sonst können wir den Dübel einfach komplett ins Loch stecken und er erfüllt seinen Zweck nicht. Also zusammenbauen ist überhaupt gar nicht. Wir können direkt loslegen. Das Beste an dem Jiggity ist, wir müssen überhaupt gar nichts anzeichnen. Wir wollen jetzt erstmal hier ins Hirnholz unsere Dübel bohren, also das Teil später aufstecken. Hier haben wir unsere vier Füße, die brauchen wir gleich und wir wissen, dass hier das Sechserloch ist. Und wenn wir das Teil mit diesen Füßen so gegeneinander verkanten, ist unser Sechserloch jetzt genau in der Mitte. Das geht natürlich auch für die anderen Größen, aber wir brauchen jetzt nur das Sechserloch, weil wir das bohren wollen. Und anzeichnen müssen wir gar nichts. Wir bohren gleich einfach drei Löcher hier rein. Bevor es jetzt weitergeht, können wir die Dübel hier schon einmal reinhauen. Wenn ihr euch beim ersten Mal nicht sicher seid, ob alles passt, dann klebt ihr sie bitte nicht fest. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es passt, also klebe ich die jetzt hier einmal fest. Leim war ja mit dabei. Und dann geht es gleich weiter. Wir haben bis jetzt noch nichts gemessen und wir sind im Prinzip schon fast fertig. Und wir müssen auch jetzt nichts messen. Das ist das Gute daran. Es ist wirklich einfach, schnell und man muss nichts machen. Man muss nur jetzt einmal volle Möhre nachdenken. Das Teil soll später so hier rein. Deswegen drehen wir das jetzt so rum um und packen das unter das Teil, wo es rein soll. Das ist verwirrend, Jones. Egal, guck dir das Video noch dreimal an, dann verstehst du es. So legen wir das jetzt hier hin. So, dass die Teile bündig liegen, zwingen uns das hier einmal fest und dann geht's weiter. Hey Marlies, du siehst aus, als könntest du ein bisschen Energy gebrauchen. Hier. Keine Sorge, Mensch. Mara trinkt doch kein Energy. Ich wollte es dir nur mal zeigen. Habt ihr richtig gesehen? Hab ich das richtig gesehen? Ja, Werbung in eigener Sache. Das ist mein eigener Holy Energy Shaker. Seitdem es Holy Energy gibt, bin ich ein großer Fan davon und bin irgendwie schon immer so ein bisschen auch mit dabei gewesen. Einfach, weil ich das Produkt feiere, weil ich das Team feiere und die Designs. Wer mich kennt, weiß, ich stehe auf abgedrehte Farben. Deswegen passt dieser Shaker, den ich zusammen mit Holy designt habe, wie die Faust aufs Auge. Jonas, jetzt machst du mich aber wild. Wie kann ich so einen Shaker bekommen? Ganz einfach.
Wenn ihr für zum Beispiel 19,99 € bestellt, könnt ihr den Code, der hier unten ist, eingeben und bekommt den Shaker gratis dazu. 19,99 €, genau. Das wäre zum Beispiel, wenn ihr ein Energy Starter Set bestellt. Da habt ihr ganz viele verschiedene Geschmäcker. Ihr könnt euch mal durchprobieren, was euch gefällt und was nicht und bekommt dann den Shaker dazu. Oder ihr kauft ihn einfach für 9,99 € und macht da rein, was ihr wollt. Das ist auch völlig in Ordnung. Holy Energy ist das eine, Holy Iced Tea ist das andere. Das Wichtigste ist, Holy ist super. Das sind nämlich Getränke ohne Schwachsinn drin. Ihr könnt euch das selber anmischen, ihr könnt also selber entscheiden, wie viel oder wie wenig Geschmack soll da rein. Und es hilft einem, weniger Cola und Co. zu trinken. So ein eigener Shaker ist schon sehr, sehr nice. Also, wenn ihr euch das angucken wollt, guckt mal da. Danke Holy, danke Team und danke Marlies. Beide am Text. Bevor ich es vergesse, der Shaker ist streng limitiert. Wenn ihr also einen haben wollt, jetzt ist die Chance. Wenn sie weg sind, sind sie weg. So wie ich. Jetzt kommt im Prinzip der einzige Part, wo wir ein bisschen nachdenken müssen. Wir bohren jetzt in die Fläche und das Loch muss natürlich den gleichen Abstand zum Rand haben wie in der anderen Bohrung. Also die Hälfte des Materials zur Mitte des Dübels. Bei mir sind das 18 mm insgesamt, also müssten wir hier 9 mm einstellen. Diese Skala ist für einen Arsch, die kann kein Mensch lesen. Was ihr also viel besser machen könnt, ist, ihr zeichnet auf eurem Material oder einfach auf einem Restabschnitt eure 9 mm an und legt das Ganze dann mit dieser Markierungshilfe hier einfach einmal an, nur um es zu überprüfen. Dann schraubt ihr alles fest und dann könnt ihr dieses Brett auch wieder weglegen und müsst nicht mehr nachdenken. Denn wir haben diese Schlitze hier, die brauchen wir jetzt. Damit stecken wir das Ganze jetzt sozusagen einfach einmal auf den Dübel, den wir schon drin haben. Unsere 9 mm haben wir eingestellt, wir können also direkt bohren. Und das machen wir jetzt noch zweimal. Was man jetzt sieht, die Dübel dürften dafür nicht zu eng zusammen sein, sonst ist das irgendwie schwierig, das anzulegen. Fertig. Passt perfekt. Eckverbindung, rucki-zucki gemacht, gar kein Problem. Aber Jones, was ist, wenn ich zwei Bretter für eine Tischplatte verleimen will? Kein Problem. Das geht genauso, auch ohne Anzeichnen. Wir nehmen wieder einen davon und legen direkt los. Wir nehmen jetzt das größte Loch und bohren einfach wieder rein. Es ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn diese Löcher jetzt genau hier auch positioniert? Und das ist natürlich super einfach. Ich hatte ja gesagt, im Set sind auch Dübelspitzen. Und die packen wir jetzt da rein und übertragen damit den Ort der Bohrung. Dübelspitzen sind super. Man muss die Teile jetzt nur einfach relativ präzise einmal ausrichten. Das kann man mit den Händen aber gut fühlen. Und wenn wir das gemacht haben, zweimal klopfen, da sind unsere Löcher. Weil der Mensch nun mal nur zwei Arme hat, kann es natürlich sein, dass dabei hier ein bisschen was verrutscht. Meistens ist das dann nur an einer Seite der Fall. Das ist aber gar kein Problem. Wir haben ja trotzdem die Markierung, wo von der Länge her unsere Bohrung sein muss. Was wir also machen ist, wir nehmen einfach hier die Mitte an, machen uns einfach grob eine Linie drüber. Ich habe jetzt leider die Mitte nicht getroffen. So. Denn wir bohren ja in dem Ding hier eh gleich mittig. Das heißt, wir müssen nur wissen, wie der Abstand zwischen den beiden Löchern sein muss. Und den haben wir automatisch richtig, weil wir es übertragen haben. Wenn wir das Ganze jetzt hier anlegen, können wir auf die Mitte peilen und werden genau mittig bohren. Es ist ja noch kein Duo-Dübler vom Himmel gefallen, sagte Hanna gerade. Wieso überhaupt Duo-Dübler? Was soll das? Ganz einfach. Bei Dübeln ist es so,
es macht immer Sinn, zwei Dübel zu nehmen. Wenn ich nur einen habe, dann habe ich einen ganz einfachen Drehpunkt. Das heißt, eine Dübelverbindung mit nur einem Dübel ist im Prinzip ziemlich witzlos, einfach weil das keine steife Verbindung ist. Wenn wir zwei Dübel haben, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Verbindung und eine sehr gute Führung, einfach weil wir die Teile nicht mehr gegeneinander verdrehen können. Und dieser 10 mm Dübel, der wird auch nicht abbrechen. Das ist also super fest. Warum ist jetzt kein Duo-Dübler vom Himmel gefallen? Naja, also, was wir gesehen haben ist, wir können super schnell ohne Anzeichnen wirklich relativ gute Verbindungen herstellen. Wir sehen aber natürlich auch ganz große Schwächen in diesem System. Klaro, es kostet ja auch nur 19 Euro. Dadurch, dass wir das Ding mit der Hand festhalten und dadurch, dass das einfach nur ein Kunststoffteil ist und wir nebenbei noch bohren, ist es natürlich so, dass minimale Fehler auftreten können. Wir haben jetzt hier einen ganz, ganz leichten Versatz. Ist das super schlimm? Nein, ist es nicht. Gerade wenn man vielleicht im Do-It-Yourself-Game gerade anfängt, würde ich mal sagen, ist so ein Mini-Versatz überhaupt kein Problem. Man schleift darüber oder hobelt das weg. Man muss es nur einfach differenziert betrachten. Das ist keine Domino-Fräse und auch kein Duo-Dübler, obwohl wir ja drei Dübel im Prinzip hintereinander fräsen könnten, beziehungsweise bohren. Was heißt das jetzt? Für 20 Euro kann dieses Set super viel. Alleine so eine kleine Flasche Leim ist mega geil. Einfach weil man mit der super gut portioniert Leim auftragen kann. Ich freue mich allein deswegen schon, dass ich dieses Set habe. Was ich euch damit sagen möchte ist, es gibt auch für 20 Euro die Möglichkeit, ganz schnell tolle Verbindungen herzustellen. Denn wenn wir das jetzt verleimen würden mit zwei Dübeln, ist das top. Das ist schon wirklich super. So könnt ihr Möbel bauen. Und zwar im Prinzip alle Möbel. Ist das jetzt ein Ersatz für professionelle Maschinen? Nein, aber das muss man halt auch differenziert betrachten. Das ist ein Werkzeug für 20 Euro, wo drei Bohrer mit dabei sind, Dübelspitzen, ein ganzes Sortiment, Dübel und dieser bescheuerte Leim. Das heißt, ich bekomme sehr, sehr viel und es ist ein absolutes Do-It-Yourself-Produkt. Es ist kein Profi-Werkzeug. Es wird einfach aufgrund der Verarbeitung und aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Teil manuell festhalten müssen, immer minimale Toleranzen geben. Das ist aber nicht schlimm und genau deswegen sage ich euch das. Viele von euch sind bei den Videos und auch bei den Projekten immer super sauer. Jones, diese ganzen Werkzeuge, du Arsch, Peng. Der Unterschied ist, ich mache das ja auch aus einem anderen Hintergrund und auch schon viel länger als die meisten. Wenn ihr anfangen wollt und eine Alternative zu einer 5, 6, 7 oder 1000 Euro teuren Maschine sucht, dann könnt ihr hiermit starten. Ich sag euch, wie es ist. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann daraus wachsen. Aber bei 20 Euro ist das ehrlich gesagt nicht schlimm. Wenn ihr also etwas sucht, um wirklich schnell und effizient Sachen zu verbinden, für zum Beispiel Korpusmöbel oder auch um Platten zu verleimen, dann nehmt das. Das ist super und besser als der Duo-Dübler, wenn ich es mal so sagen darf. Ich spreade mal ein bisschen Hate. Das ist eine Maschine, die ich nicht verstehe. Mann, im Gegensatz zur Domino-Fräse kann ich zwei Dübel wirklich dann auch einfach hier mitmachen. Ich habe es laut ausgesprochen. Oh Gott. Und ich stehe dazu, ich hasse den Duo-Dübler, weil ich den so doof finde. Das finde ich schlau. Domino-Fräse ist auch schlau, weil es nochmal wieder ein anderes System ist. Aber das ist günstiger als eine Lamello-Fräse, als eine Domino-Fräse. Wenn ihr also was zum Einsteigen braucht, dann nehmt das. Ich nehme diesen Leim, den packe ich in meinen Schrank, weil ich so kleine Flaschen einfach geil finde. Mara pennt. Glaubt ihr es eigentlich? Die pennt tief und fest. Ich schätze mal, das Video ist vorbei und wir gehen schlafen. Tschüss.